Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Ich bin's, euer Gamer, und heute unboxen wir das Handy Honor 4X. Das Handy kostet 210 Euro mit Versand. Ich habe das jetzt bei tut mir leid, bei Konrad Elektronik bestellt. Da kostet der Versand natürlich ein bisschen mehr. Dann machen wir das Ganze mal auf. Spaß. Wir gucken uns erstmal die Verpackung an. Ja. Licht blendet. So. Autofokus. Recht simpel gehalten. Ja. Paar Daten hier. Von der WAPS-Webseite. Bla bla bla. Powered by Huawei. Made in China. Huawei Technologies. So. Schöne Logo. Machen wir das Ganze mal auf. Mit einer Hand ist es schwer. So. Tada. Da ist ja nichts drinnen. Folie, Folie, bam. Schöner Smiley. Finde ich sehr cool. Hier ist nichts drin. Haben wir hier noch ein Smiley. Reindrücken und rausziehen. Da ist der Karton auch schon leer. Natürlich ist das kein Unboxing. Das Handy habe ich schon etwas länger. Das ist mehr wie ein Review. Ja, euch ein bisschen auf die Arme nehmen. Ist ja nicht so schlimm, gell? So, was haben wir hier noch dabei? Auf jeden Fall war ein Headset dabei. USB-Kabel mit Adapter für Steckdose, Ladekabel. Und sonst nichts. Ja, haben wir hier so. Zwei Honor Aufkleber Müll Handbuch durchlesen, nicht durchlesen. Nein, braucht man nicht. Also ich zumindest nicht. Habe ich auch nicht vorgehabt. Autofokus kommen. Ja. Stehen hier irgendwelche Daten? Hier steht. Moment. Ich guck mal. Bla bla bla. Ne, hier steht schon mal nix. Honor 4X. Schnellstartanleitung. Interessant, interessant. Ja, guck mal, muss hier wissen. Das weiß ja sonst niemand, der schon mal ein Smartphone hatte. Ja, was kann man denn dazu sagen? Ich benutze das Handy schon. Das sind schon mal 3 Monate, 2, 3 Monate. Ich filme auch gerade mit dem. Ja, Autofokus. Ja. Spinnt manchmal rum, will nicht so richtig. Aber ist noch akzeptabel. Es hat ein 5,5 Zoll Display. Stehen hier natürlich keine Daten drauf. Muss ich jetzt irgendwie alles aus dem Kopf sagen. Ist auch mal wieder toll. 5,5 Zoll Display. Dann hat es 2 GB RAM-Speicher. Das ist schon mal etwas.
kann man aufrüsten, also 8 GB Speicherkarte kann man aufrüsten auf 32 GB. Full HD Display. Ja. Hinten 13 Megapixel Kamera, vorne 5 Megapixel Kamera, zwei SIM-Karten Slots, Autofokus, genau. Was hat er noch? Ja, auf jeden Fall ist er jetzt ein Review, was ich über das Handy denke. Ich denke nur, ja, Huawei halt, ne? Es bringt halt eine neue Marke. Man steht sogar hier, Power by Huawei. Ja, Honor. Ist ja jetzt nicht das Neueste, aber seine Zwecke tut's erfüllen. Es funktioniert wirklich auch gut. Ja, Auflösung ist auch gut, wenn man jetzt mit dem Handy ein bisschen spielt und bla bla bla, ne? Denke ich mal so, über einen Tag kommt man schon rum mit dem Akku. Ich lade mein Handy jeden zweiten Tag auf. Ich brauche es ja nicht viel. Eventuell brauche ich das nur, um so wie jetzt gerade ein Video zu drehen oder WhatsApp, Facebook, sonst alles auf meinem PC. Auch mal ein paar Fotos machen, aber ist ja nicht viel. Ja. Was kann man dazu noch sagen? Also Front, Hinterkamera ist ja klar. Das Design ist okay. Ich würde empfehlen, direkt eine Panzerschutzfolie zu holen und vielleicht auch ein Etui oder was auch immer, weil wenn es so von 1,5 Meter runterfällt auf eine härtere Oberfläche, wie zum Beispiel Beton, also ganz normal Straßen, dann kriegt man direkt schon Schäden. Ja. Das Handy ist recht gut. Ich würde es jetzt für den Anfänger, der vielleicht das zweite, dritte Smartphone hat und das nicht das Beste war, wie zum Beispiel jetzt ein HTC Designer S oder was auch immer. Sehr schön, mein Handy vibriert jetzt. Wunderbar. Dann kann man das Handy empfehlen. Man kann viele Sachen damit machen. Es ist einfach zu bedienen. Alles wunderbar. Nach meiner Meinung ist das Handy für das Geld. Es ist es wert einfach. Die 200, ja, 190 oder 99 war das, glaube ich, Euro für das Geld, kriegt man schon ein recht gutes Handy mit vielen Funktionen, was auch schnell ist und sich nicht aufhängt, egal was für ein Spiel, gute Auflösung, Full HD, alle Videos auf YouTube funktionieren einwandfrei, man kann gut aufnehmen, ja, mit der Autofokus muss man halt selber regeln manchmal. Kann man auch einstellen, dass er das selber regelt. Ja. Ich finde das Handy im Allgemeinen gut. Ja. Empfehlenswert, wer sich das kaufen will. Am besten bei Konrad Elektronik. Es soll jetzt auch keine Schleichwerbung werden oder so, nur ich vertraue den Jungs. Ich weiß, dass wenn man da was bestellt, die Sachen auch wirklich ankommen.
Wenn man jetzt zum Beispiel bei eBay bestellt oder was auch immer, dann ist das, man ist nicht sicher, dass es wirklich ankommt. Und bei Konrad kann man auf Rechnung, per PayPal, Überweisung, Nachname, alles mögliche zahlen. Danke, Handy, dass du nochmal vibrierst. Ja. Es ist zu empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist das Review zum Honor 4X. Ja. Ich bin zwar Gamer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.